komme nach Hause. Dann lass ich von ihr mich ärgern. Jungchen, sei doch kein Spielverderber. Mit dem Finger hoch. Ich muss auch wirklich Pegel kommen, damit ich das hochziehen kann. Ansonsten haben wir nur Feedback. Ja, aber es gibt Sachen, da kann ich nicht Pegel geben. Ja, ich kann nicht irgendwann schreien. Ja, klar. Das ist der Kalle-Zoo, Alter. Da müssen wir unbedingt noch hinfahren. Da sind ganz viele Kalle-Tiere, ganz viele Frettchen, ganz viele Wombats. Nein, ich bin eh schon rausgeflogen wegen dieser ganzen Borussia Dortmund-Sache hier. Großkreuz. Vertragspoker ist eröffnet. Er hat eine Vision und tausende teilen sich schon. Ist das nicht wieder? Hört man Dummkopf, Schuft und Knecht und Downer, Arschloch, Schuchtel, der Dude. Unterfinger, Schwanz, Hund, Pizza, aber der Roman, der Fuck, einfach kurz sicher. Ich komme weiter nach vorn, bin ich hier, greife das Wort. Bin für die Scheiße geboren, jetzt mich nicht an. Kommt auf mich an. Ich hab für mich Platz, außer von dem Stillstand. Alles Gute, gleich ist 12 Uhr, gleich kommt F.A.'s Album raus. Ihr wisst Bescheid, checkt den Scheiß aus. Bombe, Alter. Auf, wer bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Alkoholiker, Alter. Herzlichen Glückwunsch zum Release natürlich. Wieder. Viel Erfolg damit. Baron. Schlecht, Alter. Wir sind aber der S-Club-Baron. Oh nein, oh. Alter. Nein, die Bullen kommen. Boah, das wird jetzt richtig... Mach das sofort aus, dass man nicht mitkriegt, dass es voll los ist. Das wird teuer. Das wird teuer und laut. Wir wollten hier gerade das Album feiern. Ah, es ist laut. Problem war, die 100 Kerzen haben den Feuerwehr ausgelöst. Nein. Die Feuerwehr kommt, das heißt, das Ganze, was wir durchs Album einspielen, wurde jetzt leider verfeuert. So, wir schreiben den 14.05.2010. Wir haben heute einen Off-Day in Hamburg und wir gucken jetzt mal, ob es hier mal ein Album gibt. Illegale Dinge laufen hier. Ich hab's soeben gefunden. Der junge Mann auf dem Cover hat erschreckende Ähnlichkeit mit mir. Mal sehen, ob das die Kassentante erkennt. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Stop, das Rappen, du hast keine gute Show. Wollte gerade für die Kamera, wenn du bei der Tour de France. Ich hab die Fetten Workplace, ich schenk dir. Letzter Tourtag, bevor wir den Auftritt in Berlin wahrnehmen, werden wir erstmal hier bei KenFM auftreten. Ich bin gespannt, war zu Vorsicht Stufezeiten schon mal hier. Viel Spaß.
Auf dem massivsten Kickertisch dieser Erde. Achtung! Sehen wir die siamesischen Zwillinge? Calippo Cola. Aufgelöstes Eis. Es schmeckt einfach 1:1 so. Es gibt Tage, da komme ich nach einer brisanten Tournee wieder in meine Wohnung. Doch die Tage danach ohne Stress oder Druck sind nicht mal die geringste Erholung. Heimat ist gar nicht so örtlich. Sie ist da, wo mein Herz ist. Sie ist meist da, wenn mich ein starkes Gefühl vereinnahmt und mich dabei scheinbar gar nicht mehr hergibt. Wetter klingelt jetzt bestimmt schon 4 Minuten. Trotz Federbett kommt's mir vor wie in einer Tiefkühltruhe. Das ist zu viel des Guten. Ich dreh die Heizung auf, obwohl es keinen Sinn hat, denn ich muss ja sowieso gleich schon raus. Ich beeile mich aber, geh noch schnell unter die Dusche, stell sie auf heiß und dennoch kommt erst nur eisiges Wasser. Dann geht's ab nach draußen, renn durch den prasselnden Regen, der auf mich einhämmert wie all die Gedanken an jene Prüfung, die ich gleich schreib. Dieser Nebel ist gleichzusetzen mit der Müdigkeit, die sich bei mir einschleicht. Ich kann weder vor dem Wetter hier flüchten, noch vor dem Test. Ich seh mein Spiegelbild in dreckigen Pfützen und ich bild mir ein, dass mein Leben genauso den Bach untergeht, wenn ich nicht langsam Bass unternehm. Ach du Scheiße, schnell! Was hätte ich's verplant, in die Bahn einzusteigen? Ich will in die Ferne schauen, doch sehen, ob beschlagene Scheiben so undurchsichtig wie meine Zukunftsvisionen. Wird sich das Studium lohnen und eröffnen sich gute Optionen? Fühlt mich eine neue Beziehung aufs Glatteis? Ich steig aus der Straßenbahn, geh ein paar Meter und fliege auf die Klappe. Nein! Was mag das bedeuten? Ich seh fahle Fassaden, kahle Gebäude und noch kahlere Bäume. Irgendwie fürchte ich mich, doch wahrscheinlich mach ich wie Wind in der Wüste. Viel Wirbel um mich. Mein Name ist FZMA und ihr könnt ja heute Karten gewinnen für mein Konzert heute Abend im Magnetclub. Ja, da solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. 20 Uhr ist Einlass. Viel Erfolg, ich freue mich auf euch. 1, 2, 3, schmeckt! Ich kann die Gebiet, fertige Beat. Mir doch egal, wer die Fertige verliest. 500 Mal auf mein fertige Beat. Aber ich, fertige Beat. Wir sind auf den Tee, in den Hitze, mit Blick ins Anliegen. Die Tee, wir leben, das Leben, das Thema. Und jeder Himmel gerührt. Doch du bist fest entschlossen, dein eigenes Leben zu führen. Geh durch die Tür, denn es ist an der Zeit und du schreist: Ja, ich bin jetzt soweit. Aber bist du soweit? Noch einmal herunter vom Balkon sehen, weil sonst überall Umzugskartons stehen. Jeder Gegenstand erzählt eine Geschichte, doch Gott reduziert auf so wenige Kisten. Auf einmal ist dir alles hier so viel wert, du musst dich zwingen, diese Nostalgie zu entbehren. Denn hier hast du das Fliegen gelernt, verlässt du das Nest, freust du dich umso mehr, wiederzukehren. Yeah.